Leute, ich bin wieder da, frisch aus dem Urlaub und wahrscheinlich hat niemand mitbekommen, dass ich überhaupt im Urlaub war. Niemand hat mich vermisst, aber ich bin wieder da. Ist das nicht toll? Und gemeinsam schauen wir uns an das große Wiedersehen von Bachelor in Paradise. Strahle ich eigentlich und habe einen leichten Urlaubsglow, damit es ein bisschen gut aussieht und der Urlaub sich gelohnt hat oder nicht? Ich hoffe tatsächlich, dass es sich gelohnt hat. Aber darum geht es ja gar nicht, sondern um Bachelor in Paradise. Wir haben schon das große Finale erlebt, wo die Paare ihre Eltern jeweils kennengelernt haben und wir erfahren jetzt im Wiedersehen, ob die sich gegenseitig auch ihre Liebe gestanden haben und Ringe ausgetauscht haben oder Geld gewählt haben. Und wir fahren im Wiedersehen noch ganz viele andere dramatische Dinge und sind so, ja, das haben wir alles auch irgendwie kommen sehen und freuen uns trotzdem. Wer sich die ganze Folge natürlich auch reinziehen will, kann es gerne machen auf RTL Plus. Der Link wie immer auch in der Videobeschreibung. Ansonsten gerne diesen Kanal hier abonnieren. Wir gemeinsam Spaß und legen direkt mal los mit Max und Adela. Adela und Max und Adela, wie ist das jetzt so für dich, die Bilder im Nachhinein nochmal zu sehen? Ja, also es war schon grundsätzlich echt eine tolle Zeit und ich habe die Zeit auch wirklich genossen. Ist halt nicht so rausgekommen, wie ich mir das gewünscht habe. Was? Gibt es da jetzt gerade etwa die Andeutung, dass Max und Adela kein glückliches Pärchen geworden sind? Ich bin schockiert! Carina, du hattest ja auch eine Vorgeschichte mit Max. Hast du den alten Max dann im Paradies dann auch wiedererkannt oder war das für dich dann plötzlich auch ein ganz anderer? Ich kenne die Seite auch von ihm. Also ich wusste, dass er halt nicht nur dieser Fuckboy ist. Sondern auch ganz charmant sein kann, dass man denkt, er ist gar kein Fuckboy und am Ende ist er doch ein Fuckboy. Und das zeichnet doch irgendwie ein Fuckboy aus, oder? Dass er halt charmant ist, bis er dich ins Bett kriegt und dann dich links liegen lässt. Das ist doch genau die gesamte Definition. Aber schön, dass Carina denkt, ja, er kann auch charmant sein. Das bedeutet, er ist nicht immer so... Okay. Ja, okay, alles klar. Die Frage ist natürlich jetzt allerdings, was ist bei den beiden passiert? Dann bin ich, glaube ich, war es eine Woche? Eine Woche später, ne? Eine Woche später bin ich dann nach Basel gefahren, war ein paar Tage bei ihr. Da haben wir allerdings auch dann direkt gemerkt, dass wir da auch wieder ein paar Unstimmigkeiten halt hatten. Was denn für Unstimmigkeiten, dass du fremdgehst und sie ein bisschen zu dominant ist und ihr Charakter überhaupt nicht mit deinem matcht? Ja gut, manchmal sollte es ja auch einfach nicht sollen sein. Ich meine, wir haben auch schon Paradies gemerkt. Die sind, glaube ich, nur ein bisschen horny aufeinander. Ja, und jetzt haben sie es auch festgestellt. Ja, ich glaube, ich muss von ihm rausfinden, ob er generell so schwanzgesteuert ist. So. Ja, genau. Also ich habe jetzt auch mitbekommen, dass er fremd geküsst hat. Aha. Oh? Ich habe ihn gefragt und er so, nee, stimmt nicht. Nee, ich so, hast du rumgeknutscht mit der und der? Und er so, nee, ich so, okay, glaube ich nicht. Und jetzt hat er mir gesagt, doch, das stimmt, aber das war nur ein Kuss. Oh, also Max hat nicht mit jemand anders rumgeknutscht, sondern nur mit jemand anders rumgeküsst. Und das ist natürlich ein Unterschied. Aber das hat sie jetzt auch erst herausgefunden, nachdem die schon nicht mehr in der Kennenlernphase waren? Oder was ist da wieder los? Haben die schon beim Wiedersehen alle wieder getratscht oder was? Ah, schön. Und eben habe ich ja mit Adela gesprochen und ich so, hey, seid ihr zusammen oder nicht? Ja, ein bisschen so. Ich so, ah, okay, nur damit du weißt, er hat geknutscht. Max und ich, wir haben uns ja auf Exklusivität und so geeinigt. Wir haben jetzt nicht gesagt, dass wir zusammen sind oder nicht zusammen sind. Das heißt, wir haben uns auch nicht so regelmäßig gesehen. Wir haben uns eigentlich eine Deadline gegeben bis Ende Dezember. Also bis nach dem Wiedersehen jetzt. Und tatsächlich haben sie schon vor dem Wiedersehen verkackt. Und Pamela hat es mitbekommen. Pamela hat mitbekommen, dass Max mit irgendeinem Girl geknuscht hat. Und das ist jetzt erst kurz vor der Sendung. Adela hat sie die so, oh, good to know. Okay, klar. Du, danke. Vielleicht kannst du uns doch nochmal sagen, Pamela, um wen handelt es sich? Ist es irgendjemand aus unserem Bachelor-Kosmos? Ich weiß auch nicht, ob sie wirklich Name-Dropping machen soll an der Stelle, ganz ehrlich. Unnötig. Ja. Trinkt ja nichts. Aber ja, man kennt sie. Man kennt sie. Dann ratest du uns doch. Du warst ja auch dabei. Also Max war hoffentlich dabei, als er mit einer anderen Frau rumgeknutscht hat. Aber ich finde es auch schön, wie meine Damen sagen, hey, wir müssen doch jetzt nicht den Name droppen von der Person, die mit Max rumgeknutscht hat. Vielleicht will sie es gar nicht. Ich meine, sie ist ja auch gar nicht jetzt gerade im Fernsehen unterwegs und das muss ja nicht sein. Und Frauke so, schön, scheiß drauf. Max hat es ja mal, wer war es denn? Wir haben es aber dann zum Glück nicht erfahren. Das werde ich nicht beantworten. Da sind, wie gesagt, schon ein paar Sachen halt vorgefallen, wo wir uns halt nicht auf den Nenner kamen. Um das jetzt nochmal anzusprechen, sie braucht einfach einen Mann, das hat sie mir auch gesagt, der halt wirklich für alles zahlt, der für alles da ist, der sie behandelt, also für der alles sie trägt. Zahlt. Ja, und war doch genauso mit deinen Fragen. Und das will und kann Max nicht bieten und auch irgendwie ist das ein sehr hoher Anspruch von Adela und deswegen haben die diesen Cut gesetzt. Ich glaube, die haben aber wahrscheinlich ganz oft aneinander vorbeiredet, wahrscheinlich, ne? Max, hast du überhaupt mal drüber nachgedacht, ihr das zu sagen? Hey, ich hab eine andere geküsst oder also im Moment hieß es ja auch nur geküsst oder war mehr? Ne, die hat das war ein Karneval, da haben mehrere Leute halt bei mir geschlafen
Und sie hat auch bei mir geschlafen. Wir haben uns einmal geküsst. Also es war ein Kuss, wir haben es nicht rumgemacht, sonst irgendwas. Und dann ist es ja quasi in Ordnung, Leute, wenn man sich nur einen kurzen Kuss gibt. Dann darf man sich jetzt auch nicht groß anstellen. Es ist ja immerhin noch der Max. Oder was jetzt? Also ich liebe es, wie das mal so runtergespielt wird. Wir haben nicht rumgeknutscht, es war nur ein Kuss, okay? Okay. Okay. Also ist er doch wieder so ein bisschen der alte Max, der da durchgekommen ist? Wie siehst du selber, Max? Würde ich jetzt nicht sagen. Klar, in dem Punkt schon. Aber für mich war das Ding, wir haben uns einmal gesehen. Wie infantil. Wir haben danach schon gesagt, wir beide sind zu unterschiedlich, dass da keine Beziehung daraus entstehen wird. Wer hat das gesagt? Wir beide, wir haben telefoniert. Wieso lügst du? Wir haben ja. Wieso? Du hättest ja an Karneval hättest du ja nach Basel kommen müssen. Warum warst du nie in Köln? Was hat das denn jetzt überhaupt damit zu tun? Also wenn der Plan war, dass du nach Basel kommst, dann nicht nach Basel fährst und dann zu Hause bleibst und dann mit einer Frau rumzuknutschen. Und vor allem, dann, wenn du ja der Plan ist, dass du nach Basel fährst, dann scheint es ja nichts zu sein, dass ihr gesagt habt, no, wir lernen uns auch jetzt nicht mehr kennen. Vor allem, die sind die ganze Zeit mit Karneval dran und ich bin sofort so, hä, im Februar und jetzt ist es Dezember und die waren es immer noch, bis ich gecheckt habe, dass sie den 11.11. meinen. Das hat gebraucht, Leute. Ich sag mal so, ich bin ihr dankbar dafür, dass sie mir einige Sachen gezeigt hat im Paradies, wie man zum Beispiel halt eine Frau behandelt, worauf man achten sollte. Mir auch gezeigt hat, was ich nicht bei einer Frau haben möchte. Oh mein Gott, was ein schöner Satz. Ich bin dir so dankbar, dass du mir einiges gezeigt hast. Zum Beispiel, was ich nicht bei einer Frau möchte. Oh mein Gott, das sind die Komplimente doch, die wir lieben, oder? Mensch, Max. Er ist so ein Hammer. Er ist so ein lieber Hammermann. Naja, wir können festhalten, die beiden sind nicht mehr glücklich geworden. Das war jetzt auch nicht das Spannendste überhaupt. Und ciao mit Adela und Max. Wir haben es gar nicht kommen sehen und können uns dann dem ersten Final-Date-Schlüsselübergabe widmen von Adrian und Rebecca. Ich bin hier hingekommen, um Spaß zu haben, Partys mitzunehmen, ein paar schöne Frauen irgendwie um den Finger zu wickeln, vielleicht auch mal mit der einen oder anderen Vögeln. Oh, was? Ja, das hat der Adrian erzählt und alle sind so, das ist sein Anspruch hier gewesen? Wow, er ist einfach so ein schöner, toller Mann. Bombe. So, nun kurz für die Leute, die es nicht wissen, wie es beim Finale abläuft. Die jeweiligen Finalpaare haben die Auswahl zwischen zwei Boxen, die sie wählen können. Im einen ist ein Ring, der für die Liebe steht und sagt, hey, ich kann mir was vorstellen mit dir. In dem anderen ist Geld, 10.000 Tacken, wo gesagt wird, hey, ich kann mir nichts mit dir vorstellen, absolut gar nichts. Ciao mit dir, ich will lieber 10.000 Tacken haben. Wenn beide Liebe wählen, boah, lieben die sich voll. Wenn beide das Geld wählen, kriegt einfach keiner was, weil dieses ist ja nur für Fake und Geld gemacht. Und wenn einer die Liebe wählt und der andere das Geld, kriegt die Person, die das Geld gewählt hat, das Geld. Und der die Liebe gewählt hat, einen Arschtritt. Schön, oder? Naja, und vorher erzählen die sich noch irgendeinen romantischen Scheiß. Da ich deine Mama kennenlernen durfte, hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass du mich in deine Familie reinlässt. Hallo! Hi! Hi. Eventuell sollst du aber noch festhalten, Rebecca, dass die Mutter dich nicht unbedingt in die Familie reinlässt, weil sie wollte hier lieber Melissa haben. Das wurde leider auch gar nicht mehr aufgeklärt. Das hätte ich so gern gesehen. Ich wünsche mir eine gemeinsame Zukunft mit dir. Und ich frage dich jetzt offiziell hier vor allen. Möchtest du mit mir zusammen sein? Süß. Und jetzt stell dich mal ganz kurz vor, wie cringe der Moment wäre, wenn einer von beiden das Geld aufdeckt. Aber wie überrascht das jetzt jemanden? Sie haben natürlich die Ringe genommen. Ich habe mir, seitdem ich Kind bin, irgendwie gesagt, so, ich warte auf die Frau, wo es sich lohnt. Und da war sie. Und jetzt ist er natürlich super glücklich mit ihr. Ich bin ein bisschen verwundert, weil irgendwie genau das Gleiche hat er ja über die Bachelorette gesagt, wo er in der Bachelorette-Staffel war und sagt, oh mein Gott, du bist diese besondere Frau. Zack, Bachelor in Paradise, genau die gleiche besondere Frau getroffen. Aber gut, so ist es halt. Und jetzt ist er mit Rebecca, glaube ich, glücklich. Oder hoffentlich glücklich. Seid ihr verliebt? Seid ihr zusammen? Wir sind immer noch ein Paar. Das ist jetzt ein bisschen länger als 2 Monate her. 2 Monate. Ja, und das kommt jetzt nicht komplett überraschend, weil es wirkt schon so, dass sie es schaffen könnten. Und sie sind dann auch glücklich miteinander. Und ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es am Anfang, Leute, ihr wisst, ne, ich war so voll kein Fan davon. Aber jetzt nicht mehr so, oh komm, wenn sie glücklich sind, ist doch schön. Richtig süß. Ich fand es halt dann korrekt, den Mädels zu sagen, ey, ich bin jetzt in festen Händen. Das hast du auch gemacht? Hast du alle abtelefoniert? Oder? Hab ich alle, abtelefoniert, aber ich habe halt Nachrichten geschickt und gesagt, ey, meine Liebe, nicht böse gemeint, ich habe jetzt jemanden Festes und das ist was Besonderes. Ich wollte nur Bescheid sagen und ich wünsche dir ein schönes Leben. Ist er treu jetzt? Ja. Ja. Oh mein Gott, selbst Ozan sagt, dass Adrian treu ist. Ja, dann wissen wir ja alle jetzt Bescheid. Und tatsächlich hat Adrian also eine riesen Liste vor dem Paradise von Leuten, mit denen er noch rumdaten möchte. Ist er ins Paradise gegangen und war so, oh, ja, die muss ich jetzt alle irgendwie korben. Hat es gemacht und ist Rebecca treu. So schön, wirklich so schön.
Das Witzigste ist jetzt allerdings tatsächlich, wir sind fertig mit den beiden. Also es wird gesagt, ja, die sind glücklich und dann ciao, das reichte dann auch wieder. Und dann konnte man sich direkt wieder anderen Paaren widmen, weil wir wollen ja auch Streit sehen. Michelle, du hast gerade so den Kopf geschüttelt. Was? Hä? Du hast gerade so den Kopf geschüttelt. Nee, alles gut. Was denkst du jetzt gerade? Macht sie die ganze Zeit. Was willst denn du eigentlich jetzt? Ich hab noch nichts gesagt. Was willst denn du gerade? Du machst die ganze Zeit. Los. Was mache ich die ganze Zeit? Oh mein Gott, ja, es geht tatsächlich. Das war so ein, warum redet Karl, aber auch Michelle kurz. Was willst du jetzt eigentlich gerade? Also so, er sagt was und sie reagiert gar nicht. Und so ein paar Sekunden versetzt so, Moment mal, ich müsste jetzt genervt sein. Wirkte sehr echt, die Reaktion. Na, jetzt haben die beiden sich aber ein bisschen im Mittelpunkt gedrängt und dann können wir uns auch direkt dem Michelle, Kahn, Pam, whatever Thema zuwenden, oder? Kahn und Pam, dass man das wissen sollte, weil ich hätte das auch wissen wollen. Pam, warum habt ihr so ein Geheimnis draus gemacht? Dass ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur ein aber du hast nichts gemacht, weil du nichts gesagt hast, aber das ist ja dasselbe quasi. Also ich habe ihm gesagt, ich kenne dich. Ja, aber kennen und was miteinander haben ist ja doch nochmal ein Unterschied. Er ist schuld. Wie, ich bin schuld. Du bist schuld. Wir sind beide schuld. Oh mein Gott, und jetzt fällt mir wieder auf, wie sehr ich Pam einfach nicht vermisst habe. Sie ist ja auch so unglaublich anstrengend. Und jetzt beim Wiedersehen wird dieses ganze Thema nochmal aufgedröselt und wir so, Pam, aber auch Kahn. Auf sowas habe ich eigentlich keinen Bock. Drama ständig war, wo Pam mit involviert war, dass die Frau schon wissen muss, dass da mal die Zungen ineinander gesteckt haben oder im Hals. Genau, aber das war gar nicht meine Aufgabe. Also das war seine Aufgabe. Es geht ja nicht darum, ob die Zunge drin war oder nicht. Es geht einfach darum, dass das meine oder dass das die Sache von Pam und mir war. Ja, aber wenn du dann Michelle kennenlernst und Pam in der gleichen Sendung ist und ihr auch irgendeine Fake-Scheiße durchziehen wolltet, dann wäre es nett gewesen, es zu erzählen. Aber gar nicht so, Leila, es war voll gemein von dir, dass du es erzählt hast, dass rausgekommen ist, dass ich ein Arsch bin. Das war nicht okay. Genau. Ich meine, der Start war ja schon schwierig, wo er mich ja belogen hat mit der Sache mit Pam, dass da ja nie was gewesen ist. Dann haben die gesagt, doch, die haben sich kennengelernt. Dann habe ich gefragt, seid ihr euch näher gekommen? Nein, dann kam aber, doch, es ist ein Kuss gefallen. Ja, aber das ist ja nicht näher gekommen, es ist ja, egal wie, immer eine Ausrede gewesen. Dann war das nächste mit Leila. Ich liebe es, wie Michelle einfach über diese kurze Paradise-Zeit so viel erzählen kann. Ja, das ist alles passiert. Da war ja scheiße, da hat er mich angelogen, da hat er mich schon wieder angelogen, er hat mir versprochen, es passiert nicht mehr. Und hat mich wieder verarscht. Und es ging dann die ganze Zeit so weiter. Und wir hoffen, es gab dann die Lernkurve, dass als die beiden ausgezogen sind, es dann auch einfach beendet war. War es alles eine Lüge, Kahn? Ja, was heißt alles? Ich möchte mich an erster Stelle bei Michelle entschuldigen für die ganzen Taten, die ich gemacht habe. Was in der Villa passiert ist, gehört eigentlich nicht zu meinen Eigenschaften. Eigentlich nicht. Er hat es nur ungefähr dann 10-mal wiederholt. Und das ist jedes Mal aus Versehen Ausrutscher gewesen. Passiert den Besten. Aber die Entschuldigung wirkt jetzt echt von Herzen von Kahn. Also wirklich das Mitleid, die Reue ist in der Stimme mitgeschwungen. Ja. Ja. Es ist halt einfach passiert. Auch meine Gefühle, muss ich sagen, gegenüber Michelle waren relativ echt. Was heißt denn relativ echt? Das war echt. Guck mal, wenn was du jetzt, heißt denn hier relativ wenn, echt? Wenn du normal redest, dann rede ich normal. Aber wenn du jetzt... Hör mal zu, wenn du jetzt aber jetzt wieder abgehst, habe ich gar keinen Bock und ich gehe nach hinten hin. Ja, was ist denn aber? Sie fragt doch einfach nur nach, weil relativ echt klingt für Gefühle auch schon relativ scheiße. Ach, das klingt total nett. Ich war jetzt nicht andauernd genervt, das ist ja falsch. Aber Michelle ist ja eine Drama Queen, ist einfach so. Sie war auch recht eifersüchtig, muss ich sagen. Ach so, ich. Oh Gott, wie er diesen ganzen Spieß jetzt wieder umdreht. Also er hat so viel Scheiße gebaut und ist dann so, boah, ihre Reaktionen sind auch sehr überdramatisierend gewesen. Ne? Ihr müsst mich auch alle mal verstehen. Das ist immer, also das ist das Schlimmste. Wenn Leute Scheiße bauen und sagen, du bist das Problem in dieser Situation. Nee, rennt immer weg, Leute. Run! Habe ich gesagt, hab ich dich für irgendwas nicht gezwungen oder habe ich gesagt, du darfst das nicht machen? Das habe ich gesagt, ja, aber mit welcher Tonlage? Aber Kahn, sie hat doch auf eine Scheiße nach der anderen gebaut. Was hat das? Wir reden doch gerade jetzt über was anderes. Ja, aber du verbietest mir Sachen und sagst, es geht gar nicht. Und du auch, auch aber, oder nicht? Ja, aber Kahn, Michelle hat mit Leuten geredet und du bist eifersüchtig geworden und du hast mit Leuten geflirtet und bist und sie ist eifersüchtig geworden. Da ist ja nochmal ein Unterschied bei. Aber ich liebe es auch, wie er sagt, ja, ich hab's dir nicht verboten. Also doch, ich hab's dir verboten, aber mit welcher Tonlage? Kahn, du redest immer komplett gleich monoton. Was für eine Tonlage, bitte? Das ist okay, pass auf. Egal, man musste noch festhalten, danach ist noch was passiert bei den beiden. Okay, warte, ich erzähl's, wie es war. Wir kamen raus, wir haben auf Insta geschrieben, er hat gesagt, es tut ihm so leid, er will um mich kämpfen, es gibt nur mich für ihn.
Dann waren wir zusammen. Also ich weiß nicht, warum er das gerade nicht erwähnt. Alles nach dem Paradies. Alles nach dem Paradies. Er will es mir zeigen, wie sehr er mich ja will, wie gesagt. Alles, dann haben wir uns persönlich gesehen. Der hat gesagt, gib mir bitte diese letzte Chance. Ja, was macht die dumme, naive Michelle natürlich wieder? Oh nein, sie hat nicht wirklich ihm noch eine Chance gegeben. Sie ist doch sogar extra ausgezogen. Also sie hat ihn gehen lassen, weil... Und sie hat ihm geglaubt. Sie hat ihm geglaubt. Aber sie ist natürlich auch wieder auf die Schnauze gefallen, wahrscheinlich, ne? Er hatte es, wie es in der Villa war, hatte er leider genauso draußen, wieder unehrlich und mich belogen. Und hat dann wahrscheinlich wieder eine andere gehabt und wieder rumgeflirtet, aber Michelle übertreibt natürlich und es ist natürlich auch nicht Kahns Art, wie er eben sagte. Es passiert nur irgendwie andauernd. Sein Piepmatz nicht in der Hose lassen, hat mich mehrfach betrogen. Was heißt mehrfach? Boah, oh Gott, das ist okay. Unglaublich. Okay, hast du mich nicht mehrfach betrogen? Nein. Nur einmal. Lügner. Wie oft hast du mich betrogen? Einmal. Ich liebe es auch, wie das irgendwie ist, irgendwie alles besser macht. Ich habe dich nicht mehrfach betrogen, ich habe dich nur einmal betrogen. Ja, okay, dann kann man, also das noch okay. Das einmal ist keinmal, sagt man ja immer. Ja, okay, aber wenn wir jetzt schon hier sitzen, kannst du doch ehrlich sagen, dass du dich nicht gesagt, nur einmal betrogen ist, hast. Wenn ich einmal, wenn ich mit einer Frau 10-mal ficke, dann ist es einmal. Nein, nicht wenn du eine Frau hast. Was? Dann hätte sie hier wirklich... Dutzende Male betrogen und meinte so, es war immer mit der gleichen Frau, also zählt es als einmal. Kurze Frage, wenn du dann deine Freundin betrügst mit einer anderen Frau, sie es rausfindet und sauer ist und ihr wieder zusammenschweißt und du sie dann nochmal betrügst mit der gleichen Frau, ist es dann immer noch gar nicht betrügen, weil du es ja schon mal getan hast? Laut Kahns Logik, ja, ergibt ja mal voll Sinn. Das ist eine tückische Frage. Am nächsten Tag habe ich eine Story gesehen, wie er mit einer anderen Frau war. Ich habe ihm den Auszug geschickt. Hab gesagt, wer ist das schon wieder? Weil es ist immer mal wieder vorgekommen. Er ist darauf ausgerastet. Du vertraust mir nicht, das sind Perlen von Ozan. Wie kann es sein? Ich muss mich hier bestimmt nicht jetzt vor dir rechtfertigen. Und ja, vielleicht ist er auch mit Ozan fremdgegangen. Wer weiß das heutzutage schon? Niemand. Gibt's keine Beweise? Gibt's keine Beweise? Aufgezeichnete Gespräche. Nein, nein, gibt's keine Beweise. Es gibt kein einziger Beweis, kein einziger. Nur warum? Vermutung. Warum ist es zu, dass hier vor den ganzen Kameras, wie wichtig kann ich dir denn gewesen sein? Ey, dann, wie kann man denn dann, so mal, ekelhaft wenn du, sein? Warum hast du mir das angetan? Guck mal, jetzt bist du so, aber gestern konntest du... Wie kann man so ekelhaft sein, weil ich das nicht verstehe, wie ein Mensch so sein kann? Ich hab dir alles gegeben. Ich war immer loyal und ehrlich. Ich bin nicht leicht, okay? Ich hab meine Macken. Du bist überhaupt nicht leicht. Komm, ich sag das nochmal. Vor laufender Kamera. Ich hab Scheiße gebaut, aber sowas von. Ich stehe dazu. Aber du bist für mich gestorben. Weißt du warum? Weil du... am Telefon ganz anders bist und hier ganz anders bist. Oh mein Gott. Ist doch, also er sucht wirklich, also ja, ich habe was falsch gemacht. Es passiert jedem, passiert den Besten. Aber du bist das Problem. Am Telefon bist du ganz anders. Okay, was auch immer das für eine Aussage ist. Und ich liebe es, wie er wirklich die ganze Zeit den Spieß umdreht. Das ist so ein Paradebeispiel wirklich an einer toxischen Beziehung, wenn man den zusammen ist, weil er einfach alle Schuld von sich weiß und auf dich schiebt. Nee. Keine Scheiße labern, keine Scheiße labern, keine Scheiße labern. Geh hier raus und schließe ab, weil solche Männer schaffen, dass Frauen kein Selbstbewusstsein haben. Ich glaube, deswegen lass es. Und das war leider auch irgendwie der einzige Einsatz, den Cecilia bei diesem Wiedersehen hatte. Danke dafür. Wir haben mit den beiden allerdings irgendwann abgeschlossen. Wir konnten sie auch beiseite schieben und waren so, Gott, wie anstrengend ist dieses Wiedersehen. Und haben uns dann Amir und Colleen gewidmet, die ja beide irgendwie ein Herz füreinander gefunden haben. Wobei Colleen immer noch ein bisschen verschlossen ist. Aber Amir kratzte so ein bisschen an ihrer Oberfläche. Letzten Endes kann ich halt auch keine Partnerin haben, die wirklich nicht über ihre Gefühle sprechen kann. Ich meine, all die Sicherheit, die du mir gegeben hast, färbte dann irgendwann deine Unsicherheit halt auch auf mich ab. Und trotzdem dachte Amir, wir können es ja versuchen. Du gibst mir trotzdem so viel und ich möchte dich einfach knacken. Ja, und wie sieht es bei Colleen aus? Bei dem Date habe ich gemerkt, du siehst nicht nur super aus und wir können lachen zusammen, sondern halt auch schweigen. Und ich finde es so besonders, dass ich dir in die Augen gucken kann und das für Stunden und ich muss nicht weggucken. Wow, das ist aber auch wundervoll, dass du stundenlang da rumgucken kannst. Ist auch ein Hobby einfach, ne? Klingt jetzt bis jetzt alles doch ganz nett und jetzt kommst du zur großen Boxübergabe. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Colleen hat einfach das Geld genommen und Amir den Ring und damit wollte sie halt einfach nur die ganze Zeit die Kohle haben und das ist irgendwie auch das, was alle vermutet haben. Sie hat so getan, als ob sie ihn ganz nett findet, wollte sich aber nicht öffnen und
Oh Gott, oh Gott. Es war vorhersehbar und es ist passiert. Überraschend, aber ich habe es nicht anders erwartet. Ich kann jetzt nicht rausgehen und sagen, man ist ein festes Paar. Das musst du ja auch nicht. Also man kann die Ringe austauschen und einfach trotzdem weiter sagen, hey, ich will es mit dir versuchen, ich will mich mit dir kennen. Also viele haben ja gesagt, hey, wir gucken mal danach, wie es wird und hoffentlich werden wir ein Paar, aber müssen wir mal schauen. Es ist ja kein Vertrag, den du da schreibst. Also ich muss mal auch dazu sagen, wenn man es abspricht und sagt, hey, du nimmst den Ring, ich nehme das Geld und wir teilen das Geld am Ende. Yes, voll guter Plan, aber das wird nicht abgesprochen. Wenn man das so hört, tut es schon ein bisschen im Herz weh, ne? So lange keinen Menschen getroffen, bei dem ich mich so fallen lassen kann und ich hoffe, dass du nicht denkst, dass das für mich deswegen jetzt irgendwie goodbye ist, weil... Ah, weil sie möchte das Geld und trotzdem Amir weiter kennenlernen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Hä? Da komme ich auch noch groß oder ist das für dich jetzt durch? Lass mich mal eine Nacht darüber schlafen. Hat die gerade am Kuss gefragt? Ja, hat sie. Sie hat wirklich so das Symbol. Ich verkaufe dich für 10.000 Tacken genommen, um dann zu sagen, krieg ich noch einen Kuss? Ah, Colleen, irgendwie hat sie es nicht so ganz mit sozialen Normen checken, was so abgeht, glaube ich, ne? Wie unangenehm ist es dir selbst, diesen Satz gesagt zu haben? Toll. I'm slowly killing myself. Ich glaube, er ist enttäuscht. Colleen, wie hast du das denn jetzt herausgefunden? Oh mein Gott. Wie soll es mir gehen? Also ich habe immer schon gesagt, in der Liebe, also allgemein, man kann entweder daraus lernen oder man gewinnt. Ich habe was gelernt, sie hat was gewonnen, also Win-Win-Situation würde ich sagen. So kann man es definitiv auch zusammenfassen und irgendwie fühle ich das ein bisschen sad für Armin. Er hat wirklich gedacht, es wird was und wir haben es alle kommen sehen, jetzt hat er es auch gesehen. Ach man, schade. Von mir aus sagst du dann einfach, ja, wir sind ein Paar und draußen sieht man ja dann im Nachhinein, was aus uns wird. Spätestens wenn man dann hier bei ihnen sitzt, dann sagt man... Ja, ist doch nur höflich, hallo. Ist sie. Ja, ich das weiß erste Mal, der mich sieht, der mich hier ernst nimmt. Ja, ich wusste nicht, ob ich schon bei du sind. Deswegen, wir sind bei du, ja, ja. Wir sind doch im Paradies hier. Ja, ja, ich bin's übrigens, die Frau. Kannst mich ruhig duzen, kannst mich ruhig Frau nennen. Alles kein Ding. Ja, ist irgendwie auch schon ein bisschen süß tatsächlich wieder der Amir. Und er hat ja aber auch recht. Also das habe ich auch gerade gesagt. Man kann mit den Ringen rausgehen und trotzdem sich noch erstmal kennenlernen. Das ist alles fein. Aber Colleen hat es halt drauf angelegt, ne? Das aller krasseste ist natürlich auch, als wir Dream Date hatten. Wir hatten auch was miteinander. Also es war mehr als nur Küssen. Und dann dreist es dann noch dann zu mir zu sagen, ja, wer, du entscheidest dich für das Geld morgen. Ja, natürlich will sie es dann absolut gar nicht, weil sie möchte sich fürs Geld entscheiden und kriegt es ja nur, wenn er den Ring nimmt. Oh Gott, das klingt alles so berechnend und so ekelhaft und ist leider auch irgendwie das Bild, was man von Colleen schon öfter hatte jetzt, oder? Dass sie so ein bisschen ist. Nee. Boah, jetzt wird's ekelhaft, Mann! Ich war, als wir da im Finale standen, nicht gefühlsmäßig bereit zu sagen, ich gehe jetzt hier raus als Paar und kann dir sagen, ich bin verliebt in dich. Und das war die Bedeutung des Rings. Ja, aber die Bedeutung des Geldes war halt, ich möchte dich auf keinen Fall kennenlernen, ich sehe da keine Chance, tschüss, ich will das Geld haust rein. Und das hast du ja anscheinend auch nicht gefühlt, wenn du da direkt danach mit dem rumknutschen wolltest. Oder? Die Person, für die du Schmetterlinge hast oder sonstiges, was das mit ihm macht, wenn du das aufmachst und da Kohle ist und nicht ein Ring, oder wenn du doch da Kribbeln im Bauch hattest, wie konntest du den denn dann so verletzen? Ich bin ganz ehrlich, dass für mich... Ich war mir der Konsequenzen dessen nicht bewusst. Das stand auf dem Zettel und das ist einfach die ganze Situation. Also du hast ja bei Bachelor in Paradise wahrscheinlich schon mal geguckt, wenn du im Bachelor-Kosmos unterwegs bist. Und du weißt ja auch schon, alle reden vorher drüber und alle wissen, was da passiert. Und oh, das ist so gelogen, dass wieder so ein, oh nein, ey Mensch, ich habe einen Fehler gemacht, einfach weil ich nicht wusste. Schissel mal Dizzle, passiert. Doch, du checkst das, aber du willst das nicht zugeben. Du hast die Mutter von Amir kennengelernt. Bitte, habe ich bitte was? Die Mutter von Amir hast du kennengelernt. Ja. Schämst du dich nicht, Nein. So weit zu gehen? Ganz und gar nicht. Naja, es war jetzt auch im Sinne der Show, dass sie die Mutter kennenlernen sollte. Ne? Aber danke, Alan, dass du dich auch nochmal da auf den hinteren Plätzen meldest. Ne? Wir haben deinen Input gebraucht. Ja, ich finde, hier ist keiner dabei, der Moment sagt. Nee. Ich bin mega enttäuscht, wenn ich so die Szene sehe. Was du sagst und was du machst, das sind zwei verschiedene Unterschiede. Das sind zwei verschiedene Unterschiede. Das wird ein toller Einspiel, aber was ist das denn für eine Aussage? Unterschiede? Kennst du auch gleiche Unterschiede? Ich jetzt nicht. Das sind zwei verschiedene Unterschiede. Du hast den Ring dabei. Das war mir sonnenklar. Mhm. Und ich glaube, Amir war es auch klar. Und mir war klar, ich möchte ihm in dem Moment
zum ersten Mal sagen, dass ich Schmetterlinge im Bauch habe. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, Amir, und nehme die Kohle. Ja, das ist ungefähr das Signal, was man dann senden sollte. Ja, meine Begeisterung hat sich in Grenzen gehalten. Lass mich ganz kurz. Man geht Entschuldigung, dass ich kein Mensch bin, der eine Beziehung eingeht, wenn ich mir nicht sicher bin. Ja, du konntest doch danach mit dem reden. Der hätte dich doch nicht gezwungen und gesagt, wir sind jetzt zusammen, oder? Definitiv nicht, aber Colleen steht jetzt auch wirklich da. Also Colleen steht jetzt da. Ey, erst als ich die Zettel gelesen habe, war mir klar, was es bedeutet. Ich wusste das vorher mit dem Ring und Geld überhaupt gar nicht irgendwie. Und ja, ich musste dann das Geld nehmen, weil ich mir mal nicht mit der Liebe nicht so sicher. Versteht ihr das nicht, Leute? Es ging nicht anders. Und alle haben sich irgendwie aufgeregt, weil es ist klar, dass Colleen es rafft, aber einfach komplett abstreitet. Sowas ist so nervig, wenn man weiß, die Person weiß es. Und lügt trotzdem, das ist so ekelhaft. Ekelhaft, 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 ekelhaft. Dass ich mir eine Zukunft draußen wünsche und sich daraufhin gar nicht mehr zu melden, zeigt mir halt vielleicht auch, dass ich vielleicht dann deshalb vielleicht auch nicht so verliebt war. Oh ja, klar. Also sie macht hier voll den Scheiß-Move. Er ist komplett verletzt, will gar nicht mehr in Kontakt, sondern will Abstand. Sie so, ach, da hast also gar keine Gefühle gehabt. Ne? Ja, das war mir auch irgendwie klar. Schön auch nochmal den Spieß rumdrehen. Colleen, es wird immer besser. Ganz nett. Tatsächlich können wir dann aber feststellen, Colleen hat nichts gerafft, hat ihre 10.000 Tacken und ist super happy und glücklich. Amir hat auch was dazugelernt. Wir wussten es alle irgendwie auch schon vorher und können uns dann dem Traumcouple zuwenden. Tamelika und Steffen. Du bist meine Bachelor in Paradise Geschichte und ich hoffe, dass die Geschichte nicht endet. Ich will dir sagen, dass ich Gefühle für dich habe. No, und irgendwie bin ich auch ein bisschen froh, dass Steffen mal langsam unter die Haube kommt, weil der hüpfte auch von den Formaten her, war hier so ein sympathischer Dude und niemand wollte ihn. Und jetzt hat er Tamelika. Endlich mal Körperkontakt. Dieser Kuss, das war für mich der schönste Kuss, den ich jemals hatte. Das hat was mit mir gemacht, ich habe so viel gespürt. No, das ist wirklich ein bisschen super cute hier und da. Könnte ich mir wirklich lange zugucken. Also da hätte ich auch gerne noch irgendwie mehr Abenteuerreise gehabt. Die hätten noch mal ein bisschen mehr Fokus in dieser Staffel drauf ziehen können, weil das wollen wir doch irgendwie auch ein bisschen sehen, oder? War jetzt auch nicht mehr so groß überraschend, dass sie sich beide gegenseitig den Ring geben, oder? Also irgendwie konnte man alles ein bisschen vorhersehen in dieser Staffel noch. Also bei dem Finale. Ja, wir sind ein Paar. Ja. Alles andere wäre jetzt auch ein bisschen schockierend gewesen, muss ich sagen. Mal gucken, wie lange sie durchhalten. Aber ich glaube, das könnte was Längeres werden. Und dann Sommerhaus und dann Trennung und dann Schmerz. Geht nicht ins Sommerhaus, Leute. Wir unser eigenes Tempo gehen wollen. Ja? Das ist für uns eben, dass wir selbst entscheiden, wann wir welchen Step gehen. Und das vielleicht eben nicht so ist, wenn man sich jetzt einen Ring an den Finger setzt, dass man jetzt irgendwie irgendeinen gewissen Vertrag unterschreibt oder... Nochmal schnell, Seiten ihm geben, Colleen. Finden wir auch gerade ganz toll. Und die beiden auch gesagt, ja, wir haben uns den Ring angesteckt. Wir haben erstmal geguckt, wie es läuft. Es ist dann eine Beziehung geworden, aber wir mussten halt auch in unserem Tempo mal fortschreiten. Und stimmt halt auch. Also klar, die Sendung suggeriert das natürlich, aber im Real Life sieht es natürlich immer noch ganz anders aus und man sollte es einfach danach trennen. Also wenn man es wirklich ernst meint, dann lernst du dich nochmal richtig kennen und dann kommst du hoffentlich zusammen oder auch nicht. Je nachdem, aber die Sendung komplett auch nach der Sendung für bare Münze zu nehmen, ist halt auch ein bisschen komisch. Wir sind super gesund in unserer Beziehung. Wir ergänzen uns wie ein richtiges Team, das so machen sollte und ja. Und das klingt auch einfach super glücklich und tatsächlich gab es ja dann auch noch Carina, ne? Man hat sich auf jeden Fall mal erkundigt, wie es ausschaut. Wie es angeht, was man so macht, ja. Ja, aber halt wirklich oberflächlich. Aber man hat ja auch viel Zeit dort miteinander verbracht. Ja, und man hat ja auch viel Zeit miteinander verbracht und ist dann irgendwie freundschaftlich ein bisschen auseinandergegangen, beziehungsweise man grüßt sich noch, man kommt klar und man unterhält sich, wenn man sich trifft. Und das ist doch eigentlich auch ganz fein. Und so, sie sind ja auch alle erwachsen, diese Situation dauernd umgegangen, ne? Ist das für dich in Ordnung, Tammy? Ja, ist es. Es ist für mich in Ordnung. Ich glaube, ich bin da, wenn ich weiß, dass mich jemand möchte und mich jemand will, dann kann ich damit ganz gut umgehen. Doch. Tatsächlich, auch wenn du deinem Partner einfach vertraust und du weißt, dass du sein Number One bist und er treu ist, dann kann er auch einfach mit anderen Frauen Zeit verbringen, mit denen quatschen, mit ihnen unterhalten, Freundschaften aufbauen. Das ist ja alles komplett fein, weil so ist das Leben. Also in einer Partnerschaft, die so verbunden ist, dann ist man auch, ja, also dann muss man ja in sich keine Sorgen haben. Und das wirkt bei den beiden auch so und es wirkt alles fein. Ich wäre noch kurz schockiert gewesen, fällt mir ein, wenn der mit Carina irgendwie jetzt beim so einem Plot-Twist mal wiedersehen. Ja, ich habe doch Carina genommen. Ist ja zum Glück nicht passiert und alle sind da relativ glücklich oder haben Erkenntnisse bekommen oder sind getrennt und deswegen glücklich.
Das war ein heikles Wiedersehen. Es kamen dann auch noch kurz die beiden Bachelors vorbei für die nächste Staffel, wo wir zwei Bachelors haben. Aber habe ich mir gedacht, nee Leute, ich will jetzt hier nicht vor Langeweile einschlafen. Das gucken wir uns also im nächsten Jahr an, wenn es die Bachelors gibt. Ziehen das auch noch durch und freuen uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und die Staffel gefallen und alles gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da ansetzen. Schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt auf andere Sachen draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.